Willkommen zurück zu FIFA 17 und wir bleiben in der Allianz Arena und gehen zu den Münchner Bayern. Also nicht mal wieder eine Top-Mannschaft nehmen hier. Und ich bin mal gespannt, das geht entweder gegen Real Madrid, Paris oder Barcelona. Ich bin mal gespannt, gegen wen wir jetzt eigentlich antreten müssen. Bestimmt einer von den dreien. Der Rest wäre Quatsch. Wenn ja, wird es mich überraschen. Ja, war klar. Real Madrid. Im Santiago Bernabeu. Okay, das ist eigentlich ein Champions League Finale, aber die haben halt schon wieder gewonnen, ne? 4-1 gegen Turin. Torino gegen Juventus. Und da ist er schon. Der da seinen eigenen Flughafen bekommen hat. Und komm, die machen wir jetzt eiskalt. Gegen Real Madrid müsste doch was gehen, oder? Außer Ronaldo haben die doch jetzt auch nicht so gute Spieler. Das war der beste Zitat über Real Madrid. Außer Cristiano Ronaldo haben die keine guten Spieler. Klar, Benzema und Kroos. Genau, alles Top-Männer. Es ist halt aktuell die stärkste Mannschaft auf der Welt, ne? Aber ich finde auf gleicher Linie mit Bayern und Barcelona. Das ist alles drei Top-Teams auf der Welt. Robben, komm, komm, komm. Nee, was machst du denn? Habe ich schon auf Offensiv? Ja. Neuer, komm. Nein, Neuer, was machst du für eine Scheiße? Komm. Ribéry, Ribéry. Nein! Hängen geblieben am Ribéry. Thiago, Thiago, Thiago und Lewandowski und... Nein, Donnarumma, Robben. Komm, 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 vielleicht kriegen wir noch was hin. Alaba. Jetzt hau ich eine Flanke rein. Robben! Tor 1-0! Schön gemacht aber, ne? Alter, das war richtig geil. Das gucken wir nochmal in der Wiederholung an, oder? Arjen Robben macht das 1-0. Wie es auch auf seinem Trikot steht. 1-0. Ja, Mann! Ultra abgefertigt, Dreckszinger. Das war gut gemacht. Bam! Thiago zu Robben. Und reingelumst die Dinge. Schön gemacht, schön gemacht. Und Marcelo, die Schauspielersau. Richtig gut. Das war wirklich gut gemacht. Nein, Robben. Oder Ronaldo heißt er, glaube ich. Na, Neuer. Neuer im Tor, da brauchst du aus der Entfernung gar nicht in den Kopf halt versuchen. Der ist richtig lang, der ist richtig groß. Da bringt das nichts. So, Hummels, Ribéry, Alonso, komm. Vidal. Ah, komm, komm noch ran, oder? Ja, Mann. Lewandowski. Ah, Ronaldo von außen. Ronaldo von außen flankt er. Ja. Aber Hummels ist da, Hummels ist da. Kein Problem für dich. Hummels, komm. Robben, nochmal. Alter, Robben trippelt so alle aus. Thiago. Lewandowski und 2-0. Bam. Reingefetzt die Kiste, ne? Bam, ey. Richtig gut gemacht. Klar, man muss sagen, mit solchen Spielern ist es nicht so schwer, ein Tor zu erzielen in FIFA. Mit den kleineren Vereinen ist das schon ein bisschen schwieriger. Weil die ja nicht so gut schießen können. Weil nicht so einen guten Schusswert. Aber hey, das 1-0, das war richtig gut gemacht und das war eigentlich auch sehenswert. Eigentlich haben wir das schon gewonnen, oder? Martinez. Ich frage mich jetzt, ob das echt ein Spanier ist, der die nimmt, oder? Wo kommt der her? Weil das ist ja so ein Verein.
Da hast du überall ein paar Leute, ne? Die die mögen und hassen. Und es hat nicht lange gedauert, zu welcher Art ich gehöre. Ronaldo, ne? Ah, Kacke. War klar, dass der einmal zuschlägt. War klar. Aber das stand mir jetzt auch richtig schlecht in der Defensive. Schau mal. War die ganze Defensive weg von Ronaldo. Oder ist es klar, dass der das reinmacht? Dann war das klar. Ach, guck dir den an. Mal weiter. Ah, abseits. Damn it. War aber eigentlich ganz gut gemacht. Und Lewandowski ist halt ein bisschen vorgelaufen. Sonst wäre das hier das 3-1. Und ich glaube auch, dass Lewandowski nochmal zuhaut, oder? Das wäre ein bisschen... Das war lange CR7 nicht mehr zuhaut. Wir sind ja in Führung. Und von daher. Brauche ich keine Angst haben, ne? Nein, der ist durch, die Sau. Und sogar mit zwei. Wenn er es schlau anstellt, macht er dann rein. Damn. Scheiße. Das ist natürlich kacke, ne? Haben wir so schön reingemacht, Tore, und jetzt stehen wir so unsicher in der Verteidigung. Der kann mal wieder problemlos durch, ne? Oh Mann. Ja, Neuer und Halber. Brauchst mich hier mal anschauen. Mein Tor war doch viel schöner. Das 1-0. Also die passen auch sauschnell, ne? Das kann ich gar nicht mit meinen. In meiner Holzfällertruppe wollte ich schon was sagen. Nee. Schau mal, mein Pässe sind so lahm. Deswegen passe ich jetzt auch zu denen. Ah, Marcelo, ne? Lewandowski! Und! 300 Versuche und er trifft nicht. Nein, nicht schon wieder durchlaufen lassen. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder den Zegi. Ah, Neuer. Ja, und Lewandowski, ne? Ah, der Keeper von denen auch. Richtig stark. Wer steht da eigentlich im Tor? Ach, weiß ich gerade nicht. Thiago, Robben. Ja, kommt da noch einer ran? Dann noch, ja, Marcelo, ne? Navas heißt er. Robben. Hummels, nicht Robben. Das ist schwierig. Schwierig. Ach, schön aufs Tor, klar. Die von Lewandowski, die beiden. Sonst aber ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall. Von den Toren, von Torschüssen, alles gut. Aber komm, jetzt hauen wir nochmal ein paar Buden rein bei denen, oder? Und da oben sind Plätze frei. Was ist da los in Madrid? Ganz viele sogar. Die kommen auch nur, wenn es einen Pokal zu sehen gibt, ne?
Ribéry. Nein. Ribéry. Thiago. Ribéry Lewandowski. Ja. Der hat schon so viele Torschüsse, ne? Davon ging erst einer rein. Ribéry. Nein, warum machst du den nach hinten? Ribéry müsste eigentlich auch noch ein Tor machen, komm. Der steht mal wieder hinten gut. Eigentlich hier vorne, ne? Stehen wir gut. Thiago, komm! Ecke. Es gibt eine Ecke. Ich probiere jetzt mal was aus. Ich schicke dem Dunkel mal vor. Thiago, Flanke. Ah. Dadurch, dass wir halt viele große Spieler haben auch. Es ist ja schon wieder durch. Mann! Das ist so ein Overpower der Spieler, ne? Oh. Knapp. Glück gehabt, Glück gehabt. Okay. Das geht hier jetzt in die falsche Richtung, das Spiel. Man muss aber sagen, wir hatten so viele Chancen, das Ding reinzulatzen. Aber wir kommen halt nicht dazu, ne? Wenn wir jetzt einen Konter fahren, wenn wir jetzt einen Konter machen. Komm, schnell. Schnell nach vorne. Na, am besten Seitenwechsel, weil da der Marcelo fehlt. Ah, verdammt. Jetzt haben wir wirklich nur Glück. Jetzt haben wir wirklich nur Glück. Die hätten auch schon längst führen können. Lewandowski, komm! Das kann doch nicht sein! Das kann doch echt nicht sein, oder? Das kann doch echt nicht sein. Na. Na. Ah, das ist schön gemacht. Das muss man echt sagen. Richtig ausgetrickst hat er mich, aber Neuer. Neuer steht da. Neuer steht da. Das ist aber sauspannendes Spiel. Das ist sauspannend. Das kann in jede Richtung ausgehen. Abschluss, ne? Das mache ich. So Alaba. Thiago! 3-2! Jetzt habe ich echt mal nichts gesagt, kurz. Jetzt ist eigentlich auch ein verdientes Tor gewesen, ne? Seit der langen Phase, wo wir nur gute, viele Torschüsse hatten. Da bin ich mal auf die Statistik gespannt am Ende. Wer hat da eine gelbe Karte? Das ist Vidal, ne? Robben, Robben, komm. Lewandowski. Ah, hätte aber auch Elfmeter geben können, oder? Also manche Schiedsrichter hinter gepfiffen. Martinez, chillen, komm. Vor. Klar, ein bisschen lange Bälle, ein bisschen Leck. Abseits. Warum?
Jetzt mach ich mal was. Ich wechsle mal kurz. Der Kampfhamster, das ist ein Deutscher. Das wechsle ich echt mal. Ich bringe nämlich noch Müller rein. Komm, Müller für Lewandowski. Und ich möchte den Vidal raushauen. Nicht bevor der noch irgendwas macht. Der ist ZM, ne? Okay, dann tue ich den links. Rechts hin. Dann tue ich Costa rein. Oder? Alonso ist aber auch schon ausgepowert, deswegen. Kimmich. Und komm an, komm. Oder kann ich nicht mehr? Ja, gut. Gut. Machen wir die drei Wechsel noch durch. Und dann schauen wir mal. Es fühlt sich so an, als drosselt er wieder sein Internet. Ich meine, drei Punkte, ein Punkt haben wir, denke ich mal, sicher. Der wird nicht noch zwei Tore machen. Aber wenn wir es gewinnen, wäre das schön. Vor allem in so ein Top-Spiel. Spricht man es erst an, ne? Naja, steht es 3-3. Viele Tore auf jeden Fall. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist echt kacke. Da stand man auch nicht gut. Und jetzt kommt er nach vorne, der will halt noch gewinnen, ne? Abseits, ja. Obwohl er drin gewesen wäre. Naja, komm. Ah, Müller, der müsste auch noch ein Tor machen eigentlich. Abseits, oder? Ja. Kein Abseits. Ah nein, Müller, ne? Hat er wieder gemüllert. Ja, schönes Tor. Müller. Geil. War auch schön gemacht. Das gucken wir uns nochmal an. Das gucken wir uns nochmal an. Bam. Ich habe extra nicht beim ersten auf den Schussknopf gedrückt, sondern auf Passen zu Müller rüber. Und da macht er noch so ein Tor rein. Schöner Eckball, ey. Traumtor fast. Spielclip aufgezeichnet. Danke, Junge. Frecher Lupfer. Ja, ein 5-3 wäre auch noch geil, ne? Aber ein saugeiles Spiel, auch wenn es jetzt noch ein 4-4 gibt. Wonach es aussieht. Ja, 4-4. Aber saugeiles Spiel. Saugeiles Spiel, ey. Vom Kampfhamster. Das ist wirklich ein Top-Spiel, oder? Muss man einfach mal zugeben. Geht hier richtig heiß her hier. Ja, neuer. Unhaltbar wieder, ne? Zumindest für einen FIFA-Torwart. Oder kriegt man noch einen? Kriegt man noch eine Chance? Nein, Ecke, komm, vielleicht kriegt man noch einen. Ah, schade, schade. Nochmal vor. Nee, ist vorbei. 4-4 gegen Real Madrid. Puh. Scheiße, das war aber sauspannend. Das war sauspannend. Statistik, wie viele Schüsse hat man? Nur? Das waren nur 50 Tore, das hat sich viel mehr angefühlt. Aber ey, super geiles Spiel vom Kampfhamster. Ich denke mal, der kommt jetzt aus Deutschland. Ich schaue jetzt trotzdem mal.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt FIFA 17. Und Kampfhamster kommt aus Deutschland. Das waren seine letzten Spiele, schauen wir noch mal rein. Na, ah, der ist aber auch gut, ne? Real Madrid gegen Freak 97. Na doch, der hat eine ganz gute Statistik. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt FIFA 17. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Das tun wir mal gleich.